Nächster FPÖ, Wendelin Mölzer. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank. Herr Kollege Weniger, es ist zwar schön, dass Sie sich als Apologet Ihrer Regierung hier versuchen, aber ich muss schon eins klarstellen. Das ist nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist, diese Flüchtlingskrise oder Zuwanderungskrise. Sie wissen, haben schon was gehört, einmal vom arabischen Frühling, der ist, glaube ich, 2011 ausgebrochen. Da sind ein paar Jahre vergangen. Also es war, das sagen viele maßgebliche Experten, hat jeder, der ein bisschen außenpolitisch sich das angeschaut hat, voraussehen können, dass hier ein großer Flüchtlingsstrom auf uns zukommt. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Und diese Probleme haben sehr wohl Sie mit verursacht. Sie haben nicht die geeigneten Maßnahmen rechtzeitig ergriffen. Nein, ich habe alles verstanden, Herr Kollege Weniger. Sie versuchen die Zustände, die Probleme, die wir in Sachen Integration jetzt haben, versuchen Sie schön zu reden einerseits und dann versuchen Sie durch die Schuld von sich zu schieben. Weil wie war denn das ganz genau? Es ist der Reihe nach. Seien Sie mal nicht besser, man hätte halt schon früher Maßnahmen ergreifen müssen. Von Verhungern redet doch keiner. Tust du nicht auf die Tränendrüse drücken. Das war doch klar, dass man, wenn man diese Menschen in diesen Krisengebieten Probleme haben, dass man dort vor Ort was tun muss. Und das ist erst nicht seit 2015 klar geworden. Aber bitte, das ist eine eigene Diskussion. Kommen wir zurück zur Debatte. Das, was wir hier heute betreiben, meine Vorredner aus meiner Fraktion haben das ja schon gesagt, ist eine Debatte über ein Integrationsgesetz, das also offensichtlich nicht ausreichend und nicht genügend ist, weswegen wir, wie schon gesagt, nicht dazu stimmen werden. Das ist eine Debatte und eine Diskussion über Symptombekämpfung, meine Damen und Herren, wo man nicht hergeht, und da sind wir wieder genau bei dem, Herr Kollege Weniger, wo man nicht hergeht, die Ursachen bekämpft, wo man oberflächlich an die Sache herangeht, wo man Augenauswischerei betreibt. Und es ist eine Debatte, meine Damen und Herren, wo wir um 20 Jahre zu spät diese führen, weil das hätte man vor 20 Jahren schon uns überlegen können. Wir Freiheitlichen haben das immer schon davor gewarnt, dass es da Probleme geben wird. Heute haben wir sie. Wir leben im Jahr 2017, Herr Kollege Weniger, liebe Damen und Herren, liebe Kollegen von der ÖVP auch, im Jahre 2017. Es sind Hunderttausende Menschen gekommen, nicht überraschend, sondern leider erwartbar. Es werden noch einmal Hunderttausende kommen. Da wissen wir doch, was es in Afrika für Probleme gibt. Da werden sie dann auch wieder sagen, das konnten wir nicht wissen. Das ist ja so passiert, so vom Himmel gefallen. Wir haben jetzt schon die Hälfte der Kinder in Wiener Pflichtschulen, wo die Hälfte eben muslimischen Glaubens ist. Wir haben 40% Kinder in den österreichischen Pflichtschulen nicht deutscher Muttersprache. Und da ist dieses Integrationspaket, das wir heute beschließen, nahezu lächerlich, wenn ich daran denke, was da noch auf uns zukommen wird. Wir Freiheitlichen, ich habe schon gesagt, haben... Ich kann schon selber denken, Herr Kollege Weniger, das ist vielleicht bei Ihnen anders, wo das Generalsekretariat vorschreiben muss. Wir Freiheitlichen haben davor immer gewarnt und wir Freiheitlichen haben uns auch schon jahrelang Gedanken darüber gemacht, über Lösungsansätze, auch wenn Sie das wegreden wollen. Aber da gäbe es einige Dinge, die man im Ursachenbereich machen kann. Und ich darf an dieser Stelle vielleicht die Starthilfe für den gelebten Parlamentarismus, der heute Mittag ausgerufen wurde, geben und einen Entschließungsantrag einbringen, den der Minister Kurz vor allem in den Inhalten wahrscheinlich kennen wird, weil es ja ausschließlich auch Forderungen sind, die er von uns übernommen hat. Dieser Entschließungsantrag der Abgeordneten Strache und Mölzer lautet wie folgt: Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat erstmöglich Regierungsvorlagen im Sinne der Umsetzung folgender Themen vorzulesen. Erstens Kopfbuchverbot im öffentlichen Dienst, zweitens Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-EWR-Raum an die jeweiligen Lebenshaltungskosten, drittens Auszahlung von Sozialhilfeleistungen an nicht österreichische Staatsbürger erst nach fünfjähriger Einzahlung ins System, viertens Deutschklassen für Flüchtlinge. Darüber hinaus werden die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung aufgefordert, sich auf EU- und internationaler Ebene dafür einzusetzen, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden und sechstens Bootsflüchtlinge nach dem Vorbild Australiens rigoros im Mittelmeer abgefangen, zurückgeschickt bzw. in einem Asylzentrum auf einer Insel untergebracht werden. Meine Damen und Herren, jetzt wo die ÖVP sich ja von der SPÖ befreit hat, das sind alles Forderungen, die der Minister Kurz, der jetzt auch ÖVP-Obmann ist, aufgestellt hat, werden wir das ja hoffentlich beschließen können. Ich darf vielleicht noch abschließend sagen, zum Integrationsthema allgemein, der Kollege Wögener hat gemeint, es geht um Rechte und Pflichten. Ich meine, dass Integration vor allem eine Frage des Willens derer ist, die zu uns kommen. Ein Wille, den ich aber leider Gottes bei vielen Zuwanderern vermissen muss. Auf der einen Seite, ich vermisse aber auch genauso den Willen bei der SPÖ wie auch bei der ÖVP, tatsächlich die Probleme und Ursachen unserer Integration in den Griff zu kriegen. Danke. Das Integrationspaket genüge nicht, kritisiert Wendelin Mölzer von der FPÖ.